Wenn die Hersteller ein neues Smartphone auf den Markt bringen, dann gehört es mittlerweile zum guten Ton, dass man ein Ökosystem vorstellt, sprich ein Tablet, ein Kopfhörer etc. parallel dazu anbietet. Bei Google ist das natürlich nicht anders. Wir werden in ein paar Wochen die Pixel 7-Reihe sehen. Jetzt vorab im Sommer hat man allerdings schon die Google Pixel Buds Pro auf den Markt gebracht. Also ein neues Pro-Modell, was sich über den bisherigen Pixel Buds, es gab ja schon erste Modelle, nochmal ansiedelt. Und das aktuelle Spitzenmodell bei den Kopfhörern von Google ist. Das konnte ich mir in den letzten Tagen schon im Alltag ein bisschen genauer anschauen und ich möchte euch heute mein persönliches Fazit dazu liefern. Wenn euch das Video gefällt, weiterhilft, vielleicht auch bei der Kaufentscheidung, lasst mich das gerne mit einem Daumen hoch wissen. Darüber würde ich mich persönlich sehr freuen und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Fangen wir doch vielleicht damit an, was viele Hersteller auch teilweise ein bisschen ignorieren und gar nicht so sehr wertschätzen. Was mir persönlich allerdings sehr wichtig ist, schon seit den ersten AirPods war das für mich so ein Punkt, auf den man wirklich achten sollte. Und das ist das Case. Ein schönes, kompaktes Case, was man auch mal in der Hosentasche mitnehmen kann. Es gibt ja diese Hersteller, die diese quadratischen, eckigen, großen Cases haben, die dann unbequem zu mitnehmen sind. Ist hier nicht der Fall. Schön abgerundet, schön bequem, fühlt sich gut und hochwertig an. Ist auch sehr angenehm tatsächlich zu nutzen, also man kann es schön aufmachen, den Kopfhörer schnell raus und reinnehmen. Ist mir persönlich sehr wichtig, mag vielleicht manch einem egal sein, aber ich finde ein gutes Case gehört einfach in der heutigen Zeit auch dazu. Natürlich ist das Design der Kopfhörer auch entscheidend, aber was noch viel wichtiger ist, ist die Passform. Und da muss ich leider sagen, ist die nicht ganz optimal für mich persönlich. Es ist so eine Art In-Ear-Kopfhörer, der allerdings nicht so perfekt im Ohr sitzt bei mir, dass er perfekt abschließt. Also es ist ein bisschen ein offenes Gefühl. Ich werde nochmal gleich genauer darauf eingehen. Aber sowas ist auch immer subjektiv, das muss ich an dieser Stelle auch dazu sagen. Es kann passieren, dass der Kopfhörer bei euch einfach perfekt im Ohr sitzt und ihr sehr zufrieden damit seid. Bei mir muss ich allerdings sagen, er sitzt nicht schlecht, aber ich bezeichne das auch gerne so im Alltag, bin ich sehr zufrieden damit. Ich nutze einen Kopfhörer auch ganz gerne mal im Sport und da muss ich sagen, da ist die Passform dann manchmal teilweise grenzwertig und ich hatte das Gefühl, er ist nicht rausgefallen, aber ich hatte so das Gefühl, dass er da nicht ganz perfekt sitzt. Müsst ihr vielleicht auch einfach mal bei euch schauen und ausprobieren, wie das denn bei euch im Alltag wäre. Entscheidend ist natürlich am Ende des Tages bei einem Kopfhörer immer der Sound. Wie gut klingt so ein Kopfhörer? Und ich finde, da klingen alle in der heutigen Zeit mittlerweile sehr gut und die Google Pixel Buds Pro müssen sich da definitiv nicht verstecken. Gute Höhen, gute Mitten, ein kräftiger Bass, wirklich auch ein ordentlicher Bass, mit dem ich persönlich sehr zufrieden wäre. Da finde ich wirklich, kann Google ganz oben mitspielen und da kann ich auch verstehen, dass man das Ganze als Pro-Modell bezeichnet. Auch was das ANC angeht, was ich persönlich in diesem Fall auch tatsächlich benötige. Denn wie gesagt, der Kopfhörer schließt nicht so perfekt bei mir im Ohr. Deswegen habe ich ANC da gerne aktiviert, finde aber, dass Umgebungsgeräusche durchaus gut isoliert werden. Und es gibt übrigens auch einen Modus, mit dem ihr die Umgebungsgeräusche durchlassen könnt, also eine Art Transparenzmodus. Wenn ihr zum Beispiel spazieren geht und vielleicht hören wollt, ob jetzt ein Auto oder sowas kommt, könnt ihr das Ganze natürlich wie bei jedem aktuellen ANC-Modell auch so aktivieren, dass ihr nicht nur, sag ich mal, ANC deaktiviert, sondern auch die Umgebungsgeräusche reinlasst. Einen Nachteil gibt es bei den Google Pixel Buds Pro, der aber vielleicht viele von euch, die das Video schon gar nicht stören wird. Optimal funktioniert der nur mit Android. Es gibt auch einen Equalizer, ihr könnt ein paar Einstellungen vornehmen etc. Das ist allerdings nur mit Android möglich. Es gibt keine App für iOS. Im Prinzip ist es also das Pendant zu den Apple AirPods Pro. Die funktionieren, wie das mit jedem Bluetooth-Kopfhörer natürlich ist. Ich habe es auch mit einem iPhone mal im Alltag genutzt. Die AirPods funktionieren auch mit Android, die funktionieren auch mit einem iPhone oder mit jedem anderen Bluetooth-fähigen Gerät, also Laptop etc. Aber wirklich optimal funktionieren sie eben nur mit Android, denn da könnt ihr auch Dinge wie Equalizer und Co. einstellen. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Ich kann es natürlich verstehen, Apple bietet ja auch keine App für Android an. Dementsprechend hat sich Google für diese gleiche Strategie entschieden. Sollte man vielleicht wissen, wenn man iPhone-Nutzer ist und überlegt, ob man das Ganze nutzen möchte, ist nicht ganz optimal. Wie sieht es mit der Akkulaufzeit aus? Google gibt 7 Stunden mit ANC an, 11 Stunden ohne ANC. Und ich persönlich gehöre zu den Nutzern, 2 volle Stunden reichen mir in der Regel aus. Manchmal will ich vielleicht auch 3 volle Stunden haben bei so einem Kopfhörer. 4 reize ich im Alltag, ehrlich gesagt, nie aus. Dementsprechend würde mir das vollkommen ausreichen und es tut mir leid, ich kann sowas nicht für euch testen. Das Ganze so lange zu testen, so lange Musik zu hören, dass ich das wirklich komplett ausreize. Ich habe mir so die Akkulaufzeit ein bisschen angeschaut, wie viel Restlaufzeit ich da noch habe. Und ja, mit diesem Modell kommt man wirklich sehr, sehr gut über den Tag. Im Case nachgeladen, wie gesagt, auch hier wieder die Angabe mit aktiviertem ANC, sind es dann 20 Stunden im Alltag, reicht mir ehrlich gesagt auch vollkommen aus. Da muss man alle 2 Wochen vielleicht mal den Kopfhörer laden oder je nachdem, wie viel man hört. Und was ich persönlich auch sehr schön finde und was mir auch sehr wichtig ist, ist, dass man es A über USB-C laden kann, befindet sich auf der unteren Seite und dass es Qi für kabelloses Laden besitzt.
ist hier beides vorhanden, dementsprechend für mich persönlich ein großer Pluspunkt bei der Akkulaufzeit. Bevor ich zu meinem persönlichen Fazit komme, möchte ich noch zwei, drei Dinge erwähnen, die mir persönlich bei den Google Pixel Buds Pro aufgefallen sind oder die ich einfach erwähnenswert finde. Da wäre einmal, dass es eine IPX4-Zertifizierung gibt, also so ein bisschen für Schweiß im Sport reicht es durchaus aus. Es gibt vier Farben, also die Grundfarbe ist immer ein Schwarz oder ein Weiß, aber es gibt vier Farben, die auffallen. In meinem Fall ist es jetzt nur Schwarz, also das dezenteste Modell, finde ich persönlich allerdings auch am schönsten, denn ich mag bei Kopfhörern nicht, wenn sie großartig auffallen. Es gibt einen Knochenschallsensor, sprich der beim Telefonieren mit Wind durchaus auch unterstützen soll. Ich finde, die Gesprächsqualität ist gut, bis teilweise sehr gut, habe das aber jetzt ehrlich gesagt noch nicht so aktiv im Alltag getestet, da ich auch allgemein ehrlich gesagt sehr wenig telefoniere, war damit jetzt aber so im ersten Moment durchaus zufrieden. Natürlich ist der Google Assistant bei Google integriert, den könnt ihr dann auch aktiv nutzen, wenn ihr die Kopfhörer im Ohr habt und auch über das entsprechende Hotword aktivieren. Und was ich noch an dieser Stelle erwähnen möchte, ist, dass im Lieferumfang kein Kabel und kein Netzteil vorhanden sind. Dass die Netzteile gestrichen werden, kennen wir, glaube ich, mittlerweile alle. Also das sind wir gewohnt, aber es ist auch kein Kabel vorhanden. Sprich, wenn ihr irgendwie kein USB-C-Ladekabel daheim haben solltet, das müsst ihr euch dann noch besorgen. Wollte ich an dieser Stelle nur erwähnt haben. Ich persönlich finde es nicht schlimm. Wenn wir das Netzteil streichen, dann auch natürlich noch direkt das Kabel. Macht keinen Sinn, wenn man eins von beiden vorhanden hat. Google hat sich das auch gedacht. Ist eine schöne, kleine, kompakte Verpackung und da fehlen die entsprechenden Zubehörteile. Stört mich nicht. Könnte aber den einen oder anderen von euch vielleicht interessieren. Wie lautet mein persönliches Fazit zu den Google Pixel Buds Pro im Alltag? Ich war durchaus zufrieden und finde auch, dass Google sich hier positiv entwickelt hat und mittlerweile ein wirklich sehr passabler Anbieter für Kopfhörer ist. Also vor allem dieses Pro-Modell kann sich durchaus in die Riege der anderen Pro-Modelle oder der High-End-Modelle bei den Kopfhörern einordnen, kann auch mit den AirPods Pro mithalten, falls euch sowas interessiert. Ich finde es sogar noch ein kleines bisschen besser, was die Passform angeht, aber noch nicht ganz optimal, was die Passform angeht, habe ich jetzt erwähnt, wenn man damit zum Beispiel auch Sport machen möchte. Könnte einigen von euch ausreichen im Sport. Das ist ja eine sehr subjektive Sache, wie euer Ohr innen drin geformt ist. Für mich persönlich war es nicht ganz optimal. Da hätte ich gerne noch einen etwas festeren Halt gehabt. Aber guter Sound bei den Höhen, Mitten und Tiefen. Sehr gutes ANC. Guter Funktionsumfang, wenn man vor allem Android nutzt. Ich glaube, 219 € sind ein durchaus passabler Preis. Ich denke, der wird auch relativ schnell auf um die 200 € fallen und spätestens dann kann man da durchaus gut zuschlagen. Also falls ihr auf der Suche nach einem sehr guten Kopfhörer mit ANC für Android seid, kann ich die Google Pixel Buds Pro empfehlen. Als iPhone-Nutzer kann man sie nutzen, aber da gibt es ehrlich gesagt bessere Alternativen, die dann auch eigene Apps bieten, wo man dann auch ein bisschen mehr einstellen kann. Das ist hier nicht vorhanden. Dementsprechend würde ich sagen, ist das ein guter Kopfhörer für Android, aber nicht unbedingt für iOS. So, das soll es jetzt aber von meiner Stelle gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Falls ihr Fragen habt, schreibt mir dies auch gerne in die Kommentare. Lasst mir auch gerne einen Daumen hoch, da wie gesagt, das würde mir persönlich weiterhelfen. Ansonsten würde ich sagen, bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video.